Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Mit einer neuen Folge Hong Reacts. Es ist immer schön zu sehen, wenn ein Nicht-Pokémon Go-YouTuber ein Pokémon Go-Video raushaut. Das müssen wir uns natürlich anschauen. Das ist der Kollege Zero of Time. Er macht natürlich generell alles rund um Pokémon, dementsprechend natürlich auch Pokémon Go. Ist aber kein aktiver Pokémon Go-YouTuber. Haut hier und da mal für CDs und sowas Pokémon Go-Videos raus. Und jetzt hat er seine zwei Accounts gezeigt und alle seine Pokémon auf den zwei Accounts. Sehr interessant, ich bin gespannt. Mal schauen, was er zu bieten hat. Und natürlich direkt zwei Accounts. Multi-Accounting. Nee, Spaß also. Ich mach's ja auch. Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute mit einem Video, was sich viele Leute gewünscht haben. Viele Leute wissen ja, da ich ja auch immer wieder im Community-Tab immer wieder was poste, was Pokémon Go angeht. Sehr gut. Dass ich Pokémon Go sehr aktiv spiele. Ja, und das stimmt auch. Ich spiele Pokémon Go so gut wie jeden Tag auf zwei Accounts und ich habe ungefähr vor einem Jahr meine Scheine zu meinem Account gezeigt. Ich bin ganz ehrlich, es ist nicht der beste Account, aber ich würde sagen, das werden wir jetzt gleich überprüfen, dafür, dass ich ein Dorfspieler bin. Ne? Also das ist schon ganz okay. Kleine Frage an euch, wollt ihr mehr Pokémon Go Videos haben? Zum Beispiel könnte man sich ja einen neuen Account machen und diesen Account von einem bestimmten Tag bis Ende des Tages spielen und dann kann man schauen, ey, ob ich gefangen, wie viel Level habe ich. Solche Challenges habe ich mir auch überlegt, aber nobody got time for that. Gemacht, welche Quest habe ich gemacht und alles, was dazu gehört. Ich glaube, es wäre super interessant. Oder halt auch, wenn man mit dem Pokémon Go Plus erreichen könnte. Ihr könnt auch ein Rennen machen. Nur nicht, Tipps oder? Für Pokémon Go Challenges natürlich auch. Vlogs oder ähnliches werden wieder kommen. Ich habe jetzt wieder Zeit, Semesterferien sind da, ich habe Bock, ich habe Lust, ich habe Laune, das Wetter wird schöner. Aber ich habe natürlich auch in den Wintermonaten. Wetter wird echt schöner. Labern wir nicht lange um den heißen Brei, ich zeige euch meinen Account. So, hier haben wir jetzt meinen Account. Ja, ich bin Level 38, habe auch schon ganz gut Yo, Shoutout an meinen gelben Kollegen. Ich wusste gar nicht, dass er gelb ist. Willkommen, Alter. Spielt, würde ich an der Stelle sagen, ne? Ein bisschen EP gesammelt, hab ich einen Charmian neben mir rumlaufen. Ich habe meistens einen Pokémon neben mir rumlaufen, was halt irgendwie Candy sammeln kann, die ich halt auch brauche für eine Entwicklung. Klar. Ich sag locker easy, ich habe nicht alle Pokémon, ne? Gar keine Frage. Ja. Könnt ihr gerne mal meinen Dex angucken. Ich habe bei Kanto einige, ich habe bei Johto ein paar, Höhen ein paar und Sinnoh lässt noch ein bisschen auf sich warten, ne? Also da fehlen noch einige Pokémon, würde ich sagen. Fossilien habe ich beide noch nicht. Also gerade von denen, die neu erschienen sind, habe ich kaum welche. Aber wie gesagt, ich bin auch jetzt nicht so der super aktive Spieler. Ich kein Lucario. Aber jetzt nicht also, Johto. 6 Stunden, würde ich mal sagen. Kann, gut, ich auch sieht alles relativ nice aus. Wir hatten vor kurzem das Topsy-Radfratz-Event. Da würden sich bestimmt viele gerne mal die Frage stellen: Ey, hat der Zero da ein Shiny bekommen? Hat er das? Wir können das runterscrollen. Wir können hat das der Schilling einen bekommen? Sehen wir und das sehen wir. Ich glaube, das unten in den Kommentaren. Ich habe gar nicht, hab's gar nicht mitbekommen. Hier ist Perlu. Ja, ich habe leider kein Shiny Radfratz, Topsy, Pikachu, Evoli oder die Starter bekommen. Ich hatte sehr wenig Zeit. Selten. Ich hatte jetzt ja wieder die Klausurenphase. Die ist jetzt aber vorbei. Und jetzt kann ich wieder spielen. Passend dazu ist das Event ausgelaufen. So muss das. ich habe noch eine Brutbox, die vielleicht noch während des Videos ausschlüpft. Man weiß es nicht, beziehungsweise das Ei in der Brutbox. Alter, der Wind. Aber gut, wir sind hier, um heute Wetter. Die Shinies anzusehen. Und von daher werde ich mal eingeben, das gute Wort, das hier. Ach so. Chill. Ich dachte, alle Pokémon. Es geht nur um seine Shinies. Das darf ich nicht vergessen, in den Titel zu packen. Lernt. So, damals. Ja, er hat geschrieben einfach nur alle Pokémon. Meine stellende Pokémon, Leute. Erstes ist ein Meltan. Ne? Wichtig ist vielleicht nochmal zu sagen, ich habe zwei Accounts. Das heißt, ich habe den Account und noch einen Account, wo auch Shinies drauf sind. Naja, könnt ihr da auch nochmal einiges erwarten. Ich habe einen Shiny Meltan. Werde ich heute auch nochmal eine Box aufmachen. Wenn ihr das sehen solltet, vielleicht im Livestream oder so. Wenn ihr dieses Video hier seht, dann ist das Event vorbei. Denn heute Abend, also jetzt, während ich das Video drehe, letzter Tag von Shiny Meltan. Ihr seht das erst morgen. Dementsprechend keine Chancen für euch mehr. Mammutel habe ich hier, das ist ungefähr 80%, glaube ich. Das ist nicht so das Wahre, aber habe ich mir gedacht, das gönne ich mir mal. Da haben wir einen Quiekel, Shiny Quiekel Day, war super cool, super intensiv, hat mir super viel Spaß gemacht, habe ich auch einige sammeln können. Ist nicht die Welt, aber ein paar. Noch ein Shiny Meltan, oh, ich habe doch zwei, wie es aussieht. Habe ich selber nicht gewusst, nehme ich mit. Ja, wunderbar. Enton habe ich als Shiny, aber das sind Pokémon, die alle habe ich nicht sehen. Weil ich verdecke die Shinies, Alter. Update-Stories, was wir wollen doch die Shinies und, sehen. Und. Zwerlicht habe ich ein Shiny. Witzige Story, da bin ich im Auto, Kollege, beziehungsweise ich bin mit im Auto mitgefahren, Kollege ist gefahren, ich habe nebenbei immer mal, wenn was gespawnt draufgeklickt, PAM, Zwerlicht. Fehlt mir übrigens auch noch. Er hat schon zwei, die ich nicht habe. Das läuft doch. Ein schönes Shiny Zwerlicht, habe ich
damals nicht bekommen am Halloween-Event, von da bin ich ja sehr glücklich. Ich auch nicht. Habe ich am selben Event bekommen. Ja, das war ein Shiny, das ist schon ziemlich sahnig, ne? Also ich habe nicht viele Legi-Shinies, das ist, glaube ich... Wollte die WP sehen, Spaß. Aber... Also, Meltan ist ja auch nirgendwo, glaube ich, ein Legi, ist ja gepusht, aber... oder? Okay, ich habe noch die... Okay, labern wir nicht. Ich habe noch ein paar andere Shiny-Legis. Aber ja, Groudon ist ein sehr, sehr starkes Legi. Gefällt mir das Teil. Finde ich super cool. Hat ein Kollege von mir gewöhnt. Da hatte ich an dem Tag keine Zeit. Ich habe gesagt, yo, Brudi, nimm mal einen Account. Versuch mal, einen Groudon Kyogre zu fangen. Jo, er kam wieder, hat einen Shiny geholt. Fand ich lit. Darüber gehen wir irgendwann an der Stelle, Olli. Account Sharing. Raus. Kennt ihr auch noch den guten Olli? Werden bestimmt noch mal Videos kommen jetzt in nächster Zeit. Wenn ja, wir kennen auch den guten alten Olli. Um den guten Jungen. Was? Auch ein Kollege von uns. Impergator, das war der Shiny Kani Mani Community Day. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war der Community Day, wo ich am wenigsten gemacht habe. Jo, dann haben wir hier einen schönen Leckerbissen, und zwar Shiny Pikachu mit Weihnachtsmütze. Das war auch geil. Weiß gar nicht, ob ich den habe. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich war zu Hause im Bett, hab gechillt, auf einmal GPS spinnt rum, der Charakter läuft irgendwo hin, zwei Pikachu spawnen. Es gibt zu viele Mützen, ich weiß es gar nicht, ob ich den habe. Fuck, Alter, das war so insane. Das war so insane. Hat mich sehr gefreut, hat mich sehr gefreut. Ein sehr schönes Shiny, hat nicht jeder. Das ist ein sehr, sehr seltenes Shiny dazu auch noch. Oh, wenn es zu selten ist, dann habe ich es wahrscheinlich nicht. Das hat mich sehr gefreut, würde ich sagen. Ja, also das kann man gerne mitnehmen. Auch noch hier das schöne 2018 Zeichen. Das ist schon. Jetzt schon drei Monate fast her. Erst. Die Zeit vergeht. Oh. Ich auch nochmal ein Shiny Schnäppke. Hab ich auch nicht. Weihnachtsevent. Digga, der hat ja alles, Alter. Da habe ich sehr, sehr aktiv gespielt. Ja, nochmal ein Goto-Gel habe ich da. Alter, den habe ich auch nicht. Da gab es schon geile Shiny. Digga, der hat echt alles. Sehr, sehr lit. Da haben wir hier noch einen Stolunior. Okay, den habe ich. Erster Tag, als der rauskam, habe ich den geschaut. Auch ein Shiny, was ich unbedingt haben wollte. Bevor wir weitermachen, also was interessant wäre, wäre zu wissen, ob er es gefangen oder getauscht hat. Er scrollt ja gar nicht runter, also man weiß gar nicht, zum Beispiel das Stolunior zum Beispiel, hat das gefangen oder hat das getauscht? Zum Beispiel. Die Shinies, genau. Es kommen die Shinies von dem Community Day. Das kennt ihr auch noch, das Glurak, das habe ich Black damals Glurak bekommen. Dratini, Evoli, Voltilam, Lavita, ja, super Lumanda, Glutexo, noch ein Pikachu, Magnetilo. Alter, Magnetilo habe ich auch nicht. Das wieder so ein Klo-Shiny. Also ich habe alle. Von Medite damals habe ich ein Bild gepostet. Pinsir, auch ein ganz schöner. Ein Gassiger mit dem Hund. Kam ein Shiny Pinsir entgegen. Also da, wo es halt auch released wurde, auch ein sehr schöner Shiny. Aber ich kann mich schon kaum noch dran erinnern. Hat, glaube ich, auch irgendwie 80%. Auch Pfiffchen Shiny, super coole Shiny, habe ich, glaube ich, auch nie gezeigt. Sehr stark. Tarnel vom Tarnel Community Day, den habe ich auch gefilmt. Naja, solltet ihr die erkennen. Metagross, Metang und ich glaube, da kommen auch so Pikachu, Medite, Turtok. Also da kommen noch so einige Shinies. Zum Beispiel Turtok habe ich damals in Japan bekommen. Ne, das war schon geil. Eigentlich müsst ihr noch, wo ist das Kleinstein? Habe ich keinen Kleinstein hier oder kommt das dann nachher erst? Oder davor? Digga, er hat Kleinstein? Irgendwo habe ich noch einen Shiny Kleinstein angeblich. Habe ich auch nicht, Mann. Das habe ich auch in Japan bekommen. Alter, hat echt alles, was ich nicht habe. Sehr, sehr stark, genauso natürlich. Labrador habe ich ein paar Mal im Shiny, da habe ich noch einen Zapdos, Tiana, Nachtara, die ganzen Evoli-Entwicklungen. Also ich habe schon einige Shinies, da bin ich schon sehr, sehr stolz drauf. Zapdos, okay, die legendären. Da hat sich schon gut was angefangen. Darüber müssen wir nicht reden. In der ganzen Spielzeit, wo ich jetzt spiele. Min und Grusel habe ich einige, Shigi habe ich ein paar, ich habe sogar hier noch... Alter, Kabutops hat der! Kabutops. Also da hat sich, ja, wie gesagt, ein Jahr habe ich gespielt. Die Werbung weg. Und da sind einige dazugekommen. Von meinem Pokémon, die sonst auf diesem Account habe, ich werde auch den anderen Account gleich zeigen. Ja, ich habe wieder eine Nachricht rein. Ich habe einen Metagross 92 als stärkstes Pokémon. Ich bin nicht so der Typ, der die meisten Pokémon hochpowert. Ich habe meist halt irgendwann ein paar Despotas, die einfach stark sind. Sehen wir hier 92er, 98er, 100er, 92er, 92er. Home bewertet mal wieder Accounts. Das alte Format. So, Moment. Sein stärkstes Pokémon ist Metagross, okay. Ein paar Despotas sind am Start. Dragonan, Mewtwo. Es fehlt halt die Power-Sachen, Kyogre, Groudon. Jo, an sich bin ich sehr zufrieden mit meinem Account. Macht super viel Spaß hier aus Nibuna 96. Ich würde sagen, wir switchen mal den Account. So, zweiter Account ist da. Dieser Account ist jetzt auch, wie gesagt, nicht okay, so okay, den stark. Müssen wir uns nicht anschauen unbedingt. Zweiter Account, mit dem ich ab... Der zweite Account. Ich will jetzt den zweiten Account nicht dissen, aber der ist Level 24. Und ich will auch nicht die Level 24er da draußen dissen. Aber ich denke, sein Main-Account ist das Interessante, also. Ja, war interessant. Eine Menge Shinies, die ich nicht hatte. Und wieso flimmern wir schon wieder? Naja. Auf jeden Fall eine Menge Shinies, die ich nicht hatte. Aber jetzt habe ich so nachgeschaut. In letzter Zeit habe ich auch eine Menge Shinies gefangen. Und von denen haben mir auch eine Menge gefehlt. Wir gehen nochmal ganz kurz durch, was er nicht hatte. Zum Beispiel hat er nicht Latias, Sandan, Raupi, Perlo, wie gesagt, dementsprechend die Entwicklung. Wingull habe ich nicht gesehen. Spoink, Bashwa Crest Day. Der ist leidend gewesen. Togepi habe ich, Knospi, Elekid, das sind so die Babys. Lugia hat er, glaube ich, nicht. Kamurks habe ich ein paar gehabt. Nebulak, Absol,
Ammonitas weiß ich nicht, ich habe ein Kabutops bei ihm gesehen. Knorga und Galoppa habe ich noch am Start. Hypno hat der, glaube ich, nicht. Trotzdem, sehr stabile Sammlung, wie gesagt. Alter, eine Menge Sachen, die ich nicht habe. Also, um genau zu sein, würden er und ich unsere Sammlung zusammentun, hätten wir, glaube ich, jede Shiny. Weil er hatte echt alles, was ich nicht hatte. Auf jeden Fall cool zu sehen. Freut mich, würde mich freuen, wenn er, oder du, falls du das siehst, Zero, öfters Videos machst. Grüß Olli von mir. Und accounttechnisch, ja, wenn man nicht auf Pushen geht, kann man jetzt nicht so bewerten. Ein paar Sachen für Nutzen könnte man schon pushen. Ich sehe, du hast ein paar Grodon. Grodon sind immer gut. Und ja, das macht Hummer 96. Kann ich dir nur raten zu maxen. Aber das war's von mir, Leute. Ein weiteres Home Reacts zu The Zero of Time und seiner Shiny-Sammlung. Sein Video und seine Links, sein Kanal sind unten verlinkt. Schaut vorbei bei ihm. Macht gute Pokémon-Videos. Wie gesagt, grüß den Kollegen Olli von mir. Würde mich freuen, wenn du mehr Pokémon-Go-Videos machst. Ansonsten, das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Eigentlich wollte ich auch noch ein Shiny-Update machen. Aber jetzt theoretisch wisst ihr ja, was mir alles fehlt. Ihr müsst einfach nur seine Shinies nehmen und dann zusammenzählen. Und dann habt ihr eigentlich meine Sammlung. Aber wahrscheinlich demnächst noch ein Shiny-Update von mir. Das war's. Vergesst nicht, Pokémon ist your business. Und ciao.